noch gibt. So, wir sind in einer Höhle auf dem Weg in das jetzt nicht mehr versunkene, scheinbar Atlantis. Ich habe Kaffee, ich bin gestärkt, kann losgehen. Was zur Hölle ist denn jetzt hier los? Ich war auch schon ewig nicht mehr in dieser Höhle, fällt mir dann jetzt gerade mal wieder auf. Da oben die Truhe habe ich. Ich habe die auch irgendwie komplett vernachlässigt. Ich habe, glaube ich, den Typen hier rausgeholt und das war's dann. Ich habe so also ein bisschen die Hoffnung wenigstens, dass jetzt bei der Hauptquest die Gegner so ein bisschen niedriger gestuft sind tatsächlich als an dem Punkt, an dem ich normalerweise jetzt mit Günni bin. Sieht zumindest jetzt für den Moment schon mal ganz gut aus. Und diese ganzen Erze und sowas müsste ich eigentlich auch mal Bärbel geben. Warte, kann ich ja eben machen. Hätte ich vielleicht auch schon mal abladen können. So. Und dann zwar immer noch Mittel, aber. Ich hatte Major in meinem War das du? Das ist für unsere Ehe tatsächlich passend, ja. Ein bisschen Silber, jetzt mal gucken. Okay. Ja, entweder Dunkelerz oder halt so schwarze Kristalle, aber ich habe keine Ahnung, wo es die gibt. Wahrscheinlich dann auch erst im nächsten Gebiet oder so. Ich würde sagen, möge die mit dem Schwert bitte einmal mit dem Schwert auch was tun. Das ist mal kurz der kleine, aber feine Blick auf das Pult. Damit ich diesmal nicht vergesse, den Sound wieder anzumachen. Mikro ist an. Alles ist an. Wir können wieder nach Atlantis. Ihr seid auch hier. Ja, okay, das hilft jetzt auch nicht so viel tatsächlich. Oh nein. Geht's gleich wieder los. Ich weiß was, ich weiß was. Ich hab blauen Schlau gelöst. Mhm. Basil auch jetzt mittlerweile, habe ich das Gefühl. Also die versucht jetzt auch immer vorzurennen. Ach, da geht's doch schon wieder los, oder nicht? Ja, Basil wieder. Ich weiß was. Meine Fackel ist jetzt tatsächlich mal so langsam am Ende. Ja, auch schön, dass hier tatsächlich jetzt gerade nichts ist. Ich meine, die hat jetzt gerade geflackert. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Flavor war oder. Flavor Flav. Schön hier. Hier ist zumindest schon mal eine Chest. Okay. Können die, die giftig sind, das vielleicht bei mir gerade mal nicht tun? Diese Steinechsen hasse, ne? Also Echsen an sich sind für mich als Bogenschütze schon Much. Diese Steinechsen dann nochmal eine Stufe mehr. Dr. Peacehuber. Hat er jetzt auch gerade nochmal unterstrichen mit ein paar Blitzen.
Ja, aber so sein Blitzangriff, der dann echt auch nochmal reinboxt, plus die Heilung, die er halt immer mal wieder austeilt, ist halt echt... Ja. Aber von daher, der macht einen guten Job. Machen sie alle. Also Basil, wenn sie da anfängt durchzuwirbeln und sowas und den Echsen den Schwanz abschlägt, das ist auch immer schon ganz nett. Dr. Peace neue Kleider. Geil. Ich weiß noch nicht, wann ich dann jetzt hier wieder rauskomme. Da oben war doch irgendwo noch eine... Ja, Basil. Ein Splitter. Schön. Hier geht's weiter, okay. Tiefseeschrein. This place is not as I remember it. Nee, hier geht's weiter. Bin down. Ich bin gefallen. Konnte alle. Nee, warte mal. Hier komme ich doch her. Ich sollte vielleicht auch in Richtung von Questmarker gehen. Das wäre schon mal der Anfang. Das ist wahrscheinlich abgeschlossen hier. Ja. Okay, da unten geht's so weiter. Dann gucken wir mal. Alles schön bläulich. Aber schon überlegt, das ist doch safe, kann man sich da irgendwie durchbuggen oder so. Ich bin sowieso mal gespannt, jetzt irgendwann im Sommer ist ja wahrscheinlich wieder GDQ, da ist so bestimmt noch Dragon's Dogma wieder mit am Start dann. Ja, da unten irgendwie hätte ich gesagt. Ist das denn abgeschlossen oder ist das ein Holz? Das Holz. Hätte er sonst gesagt, mit genügend Force von der anderen Seite müsste das ja theoretisch dann auf der anderen Seite dann auch kaputt gehen, aber... Mhm. Ist ja die Game-Mechanik dahinter ist ja eine andere, also... Wäre es Assassin's Creed, hätte man jetzt auf der anderen Seite irgendwo ein Fenster suchen müssen, durch das man durchschießt. Die haben es ja in letzter Zeit auch mit ihren Holzbalken vor Türen und Fenstern. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht das Mikro hauen. Hier ist auch Holz vor, das ist auch schön, gut. Gut. Vielleicht muss man das auch tun. Was? Vielleicht ist das genau der Ansatz. Dass man auf der anderen Seite irgendwie dann durchschießt durch eine andere und dann von da aus wieder zu dem anderen Tor kommt und so. Die war da ja als Magier. Jump. Hier aber auch so wenig. Da ist halt theoretisch die Tür, aber ich glaube, die ist dann jetzt von der anderen Seite. Aha. Oh. Ja. Ja, war knapp. Schweben. Das ist es. Kann ich aber nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich an dem Ding überhaupt war. Ja, ich gucke mich jetzt erstmal nochmal ein bisschen um. Ja. Kann ich das hier weghauen? Ja. Wahrscheinlich auch genau deswegen ist das hier. Na. Machen wir doch das. Ja, gut, dann halt nicht. So. Nicht an den Stein. Oh Gott, ey. How are we to get through this door? Ist da jetzt gerade jemand runtergefallen? Ich glaube nicht. Ja, okay, das war jetzt die Tür, die ich von der Treppe aus gehabt habe. Okay, das Ding hier ist ja... Das ist wieder so eine Videogame-Logic-Wand hier. Ach, sind ja auch nur 30.000 Gold hier drin, Alter.
Und wenn diese Dungeons überall die krassen Stuff haben. Jetzt ist noch gefragt, wie ich 60.000 zusammenkriegen soll für Bärbels Schwert und jetzt weiß ich wo. Langlaufen. Ist das jetzt wieder der Gang hier? Ja, ne? Das muss jetzt quasi unten sein. Ja. Oh oh. Ich kann sagen, da hat doch was gerumst. Wo hat was gerumst? Was hat gerumst? Das hat gerumst. Ach, Skeleton! Spatz, Junge! Kaputt getreten, den Sack. Oh. So einer ist es. Wir alle kennen diesen Ort. Okay, er kann sich porten. Und dieser Skeleton King hier. Ja, der steht hier im Keller rum. Ich hatte ja einen so einen Typen, da habe ich ja den Ring her gehabt, den ich dann Dr. P gegeben habe, quasi, der hier diese Zauberkraft oder Schnelligkeit erhöht. Das war auch so einer. Schon gebracht wird. Das kann sein. Ich weiß auch nicht, was das für alte Könige sind, gegen die man hier dann immer kämpft. Aber wenn das ungefähr so ähnlich funktioniert wie der Kollege davor, dann ist er gleich wieder irgendwann zur Hälfte und fällt dann einfach auseinander. Passiert denn da jetzt wieder gar nichts. Aber der in der Höhle da aber auch ein bisschen zuträglicher tatsächlich. Komm voll um, danke. Es wäre auch übrigens ganz geil, wenn hier unten mal irgendwo nochmal die Möglichkeit auf ein Lager kommen würde. Base ist nämlich so ein bisschen am Ende. Ach, hier ist auch... Ja, okay, da hätte ich mir das Geld sparen können. Naja. Dieser prächtige Kyros, den Bärbel hat, der ist hier unten auch. Hm. Klagender Kristall. Ach, ich verstehe auch warum. Ja, hat so heulende Geister freigelassen. Naja. Obwohl ich. Ne, der war nicht so toll. Ich glaube, die Waffe wäre so heftig gewesen. Mal gucken, vielleicht liegt die auch hier irgendwo rum. Die habe ich ja nicht geholt, weil ich ja dann jetzt eine andere gefunden habe zwischendurch. Kannst mal aufhören, hier die ganze Zeit durch die Wände durchzufliegen. Ich weiß, du bist ein Geist, aber lass das. Warte mal, habe ich nicht noch irgendwie... Ne, ich habe nur Arznei und einen Fisch, toll. Oder Robustheitstrank? Ich habe kein Wundertonikum oder mehr, ne? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen zu viel verlangt. Scheiße. Hätte ich gerne gehabt. Ja, hier ist halt... Also das mit dem ganzen Keller hier und sowas, das ist alles noch Nebengeplänkel. Okay. Chip, chip, chip. Chip, 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 chip. Hier bin ich wieder auf Questkurs. Also der Keller mit dem Typen und sowas ist schon relativ weit vom Schuss, hätte ich gesagt, dann in dem Fall.
Jetzt bin ich schwer. Jojo. Mal ein bisschen hin und her springen eigentlich. Das war jetzt nicht so heftig. Achso, ne, das funktioniert nicht. Geben Bärbel. Geben Bärbel 4, geben Bärbel 5. So. Schon sind wir wieder im Mittel. Was sagen die Dinger, die wiegen ja wahrscheinlich auch was. Weißlederhalstuch. Schön mit der Maske nur. Ja! Geil. Nehmen wir. Dann kriegt Bärbel auch nochmal so ein Ding, wo Bases gerade sehr leicht kommen. Aber mal so ein bisschen verteilen, die ganzen Suppe hier. So, fertig. Dann können wir jetzt wieder Sachen sammeln. Wunder-Elixier. Ach, Mensch, das, das ist auch wieder hier Diablo gefallener Engel all over again irgendwie, oder? Hm. Ja. Ich war auch so willig da rein. Dann haben wir mal Zwischensequenz. Oh, Story! Another comes seeking to inter me. Yet your wicked schemes will avail you not, watching one. Time and again have you sent unto me your minions. Yet repel them I have, and so I shall anew, till I might claim the true world as mine own. Okay. Why do you not draw your blade? This battle shall be o'er, before it has even begun. Willst du dich jetzt wirklich mit mir kloppen? Scheinbar ja. You seek not my death. Oh, wohl auch nicht. Then you are not of the Watching One. I am Rothas, founder of the Kingdom of Vermund. And you appear to be arisen. Tell me your reason for coming here. Loot. Bedarf an einem Gottgeflüster, das Geheimnis des Gottgeflüsters. Ich habe halt eigentlich keinen Bock auf das Zeug, ich möchte es ja verhindern, eigentlich. God's way. Speak you of those trinkets conjured by the wizards of Batal. Even from these depths I have beheld the Batali scuttling about, gathering their fragments. Baleful, maddening act to transmute the fractured souls of Arisen into such frivolous baubles. Aye, that which you seek is a soul much like your own. Yet rarely will you find one intact, for splinters are all that remain of those pitiful Arisen. Who were bade come here by the Watching One to end me. Okay. The flesh may rot, the soul fragment, yet power, power endures. And 'twould seem the Batali seek to augment this power through their perverted arts. Though to what nefarious end, I know not. Yet 'tis folly, the frolicking of children. Such a trinket could ne'er hope to fell the dragon, let alone the Watching One. I know little of your intent, but I sense in you a powerful will. A will that urges you towards fulfillment of some great feat. Den Drachen stürzen, hätte ich gesagt. I shall grant you this blade. It too is the soul of an Arisen. Mine own, in fact. Refined in purest dragon blood. Alas, the ages have taken their toll. Tis as withered as mine own flesh, yet. Mayhap,
The Batali's profane magics would be capable of drawing forth its latent potency. If that is what you seek, Arisen, then go on to their stronghold. I believe 'tis there you shall find the means to achieve it. Okay. Da wir jetzt wahrscheinlich wieder zu dem Dude, oder? Mit der Schmiede. Kling! Hui. Schön. Also hat der Typ sich jetzt verkörpert in eine Klinge und die bringe ich jetzt wahrscheinlich zu dem Typen, der da die stumpfe Götterbandklinge. Okay. Abgeschlossen, Annäherung. Dann jetzt erstmal wieder hier raus. Jetzt haben wir hier Wildheitsextrakt. Dann nehmen wir erstmal nochmal alles mit. Vorrangig Auftrag automatische Spannung auf der Landstraße. Nee. Also wenn, dann machen wir hier schon noch ein bisschen was anderes. Ein neues. Da bringen wir den Götterbank zum Ambrosius. Weiß zwar nicht, ob das so klug ist tatsächlich, aber immerhin können wir da mit dem Ochsenkarren einigermaßen gut hin. Erstmal nochmal die Scheiße aus diesem Raum hier rauslooten. Tonikum. This is generally used as a material. Different combinations resulting in creations. Ich war sie nicht gerne dahingesetzt, ehrlicherweise, aber gut. Nie darf man sich auf irgendeinen Thron setzen, weißt du, bei Elden Ring nicht, bei Dingen ist es alles immer nur eine Zwischensequenz, das ist ein bisschen doof. Ich würde mich gerne einfach mal so auf irgendwelchen Thron setzen. Ein Reisestein. Als wäre das gewollt, ey. Okay, große Hand. Mayhap it leads to a hidden hoard of treasure. Hab a feeling 'tis best left untraveled. Am I the only one? Tschüss, Basil. Basil stand jetzt traurigerweise nicht auf dieser Plattform. Naja. Ja, die taucht schon wieder auf. Dr. P ist auch nicht mehr auf dieser Plattform. Gut, mal gucken. Bärbel bist. Ja, Bärbel ist noch da. Gucken wir mal, wie lange das noch anhält. Hier Tiefseeschrein. Mal hier rüber. Was los? Bei mir ist gerade eine Stadt, war einfach random umgefallen. Hat keinen Bock mehr gehabt. Einfach absolut random gestorben. Der wollte den Tag nicht mehr leben. Ja, jetzt ist gleich die Frage, kommen die Vasallen jetzt gleich nochmal wieder hier oder wie sieht das aus? Hier ist nochmal ein bisschen Stuff. Mantel des Magus. Und Skelette. Ich wiederhole die Frage nochmal. Finde ich richtig geil, wenn die mal noch hinterherkommen würden. Ah. So ein Ding ist das. Letzten Kopf dann immer noch mal weghauen da.
Ne, die sind jetzt irgendwo da unten verschollen, habe ich so das Gefühl. Deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt gleich dann aufgeklärt wird, sobald wir hier rauskommen. Mal hier nochmal durch die Kerker. Ein Bergmannshemd. Das ist ja auch genau die gleiche Klamotte, die wir damals mal hatten. Kein Kerkerschlüssel, toll. Hast du keinen Schlüssel? Nicht dabei. Hm. Glaube ich. Aber ich hatte dir irgendwann mal einen zugeschickt auch. Ja. Aber der liegt, glaube ich, auch irgendwo. Ja, hier ist er. Da ist er ja. Super. Alles für den Loot. Ach Mensch, vollige Knollen, das ist doch lecker. So einen verlassenen Kerker hier. Ich frag mich mal, wann Dr. P und Basil jetzt wieder auftauchen. Die sind immer noch irgendwo da unten. Die sind aber noch im Team, also sind jetzt nicht einfach rausgeploppt und ich muss mir neu besorgen irgendwo. Ach, schön. Könnte auch aus einem Souls-Game sein. Ah, da sind sie ja. Ach, wir sind jetzt auf der Dingens, das ist ja cool. Ein bisschen gehofft, dass das noch kommt. Dass man hier nochmal durch die Burgen im Wasser dann nochmal durchlatschen kann. Na, da haben wir nochmal was, aber das ist jetzt erstmal wurscht. Ah, der Treble hoch. Lampe an, Lampe aus, je nachdem, wo jetzt gerade noch so ein bisschen Tageslicht durchkommt hier. Und da. War schon länger nicht geöffnet. Der Umhang des Einiges. Warte. Haben wir hier. Oh, magische Abwehr ein bisschen höher. Feinpelz, gewebte Stoffe, mantelt es so dekadent bequem, dass er dem Träger ein Gefühl von Kühnheit und Erhabenheit vermittelt. Den nehmen wir. Einen schwarzen Umhang. Der mir Erhabenheit vermittelt. Mhm. Ja, wie gesagt, mich würde jetzt mal interessieren, was du so für. Ich habe auch das Magus-Ding bekommen gerade. Okay. Das ist ja Kisten-Dingen, sind die, glaube ich, durch, also ist nicht random. Ja, okay, das heißt, ich hatte einfach nur Zufall, dass ich gerade den Erzmagier gespielt habe. Naja. Warte mal, hier soll ich jetzt irgendwo raus oder was? Das sehe ich irgendwie nicht. Oder von da unten lang. Ne, das ist der Raum über mir quasi, aber das ist ja jetzt auch Quatsch. Hier, wenn dann. Natürlich wird es zu einem Labyrinth. Hätte ja auch theoretisch nochmal was anderes sein können, aber nein, wir müssen ein Labyrinth bauen. Oh Gott. Allow me. Wait right there. Okay, wir haben hier dann nochmal. Ich könnte jetzt theoretisch nochmal von der anderen Seite nochmal, aber ich glaube, die sind, wollen ja ein bisschen darauf hinaus, dass ich jetzt hier wegporte, wa? Irgendwie sehe ich hier nichts mehr sonst. Hier ist jetzt noch der Raum, das war ja das mit der Truhe hier auf der Seite, da komme ich dann jetzt aber auch nicht mehr oben auf die Brücke drauf. Ja, von hier aus vielleicht noch. Da kommt Dr. P angerannt. Alles klar, Basil. Ach komm, weißt du, was soll der jetzt? Porten wir mal weg. Ich glaube, hier gibt es jetzt großartig nicht mehr so viel zu tun. Warte mal, von dem Dorf aus komme ich ja dann dahin.
Ja, ich habe ja noch den Reisestein da gelegt, also von daher. Dann komme ich auch mal wieder in der Stadt, dann kann ich erstmal ein paar Sachen wieder einlagern. Wenn ich den Stein finde. Hatte ich nie. Warte mal, ich hatte doch noch mehr. Da, ich wollte gerade sagen, ich habe sogar noch einen gefunden extra für den Zweck, glaube ich. Bug Butter. Porten wir. We've arrived well enough. Where to next? Also sehen wir jetzt mal wieder Zeit, ein bisschen zu sleepen hier. Aber natürlich nicht in der teuren Kaschemme hier. Kann ich mir mittlerweile eigentlich. Ja, doch. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht. Ich weiß nur nicht mehr, wo sie ist. You were privy to the goings on in the Forbidden Magic Research Lab, even among the Batali. That does seem to be the case. What's more, only a select few are granted entry. Do the people not question its existence? Is this you here? I'd like to know more. My offer still stands. Yeah. A wise decision, sir. Here you are, dear. Eine Butze. Woo! Excellent. Dann lagern wir mal Kram ein. Die Erz wir einfach da mit dabei hatten jetzt. So, dann den Kyras, den haben wir dann jetzt einmal doppelt. Kann ich auch irgendwann nochmal verkaufen, tatsächlich. So, Güni hat davon jetzt so erstmal nichts mehr dabei. Das Zeug kannst du auch erstmal einlagern, das brauchen wir jetzt nicht. Die Götterbahnklinge schon. Zack, zack. Dann die weg, den weg. So. Ja, zumindest mal ein bisschen wieder runter hier. Gut. Dann haben wir das. Dann können wir mal pennen gehen. Das ist schon deutlich angenehmer dann jetzt hier mit so einer eigenen Butze. Bling, bling, bling. I feel refreshed and ready for a new day. Off we go then. Dr. P is refreshed. Let's go. Irgendwo hier weiter durch sollen wir dann ja jetzt mit dem Kollegen reden. Bin ich mal gespannt, was der jetzt mit der Klinge machen kann. Ob der die jetzt einfach quasi schärft und das war's dann? Oder was wir jetzt da genau machen? Ist noch nicht ganz klar. Alternativ, warte mal. Nur die Frage, komme ich von da aus auch da rein? Weil hier ist doch die versiegelte Tür, oder ist die hier? Ne, die ist doch theoretisch, hat die doch auch eine Markierung auf der Karte gehabt. Mit der Geschichte hier weiter unten. Da, ne? Müsste das theoretisch, müsste das doch die Dingens gewesen sein. Oder, warte mal, hier ist das Atelier. Das ist beim Flammenpalast dann nochmal woanders. Weiß ich jetzt nicht. Werden wir gleich sehen. Irgendwo werde ich schon zum Flammenpalast kommen. Das ist jetzt die Backdoor vom Flammenpalast hier. Forschungslabor für verbotene Magie steht unter dem Befehl von Lord Phases. Dokumente und andere Gegenstände werden nicht ohne seine Genehmigung. Das Forschungslabor. Okay, also soll ich auf jeden Fall hier hin. What the fuck? Jetzt einfach. Okay. Dann liegt hier halt ein Drache rum. Chillt er hier rum? Ja, der chillt hier rum. No, no, this is all wrong. What use are pitiful fragments such as these? What we have achieved is sufficient to sway the pawns.
But when the time comes to fell the dragon, I fear it may not be enough. Lord Phasis insists we shall succeed, and yet... Nö. Ich renne aber auch nicht so viel, glaube ich. Ich sprinte ständig. Das war echt sehr dir, dem. Einfach nochmal das hier nochmal klauen aus seinem Büro. Wenn wir schon mal hier sind. Alles muss geklaut werden. Hallo. A new hand, are you? Have you some business with me? Ich hab was gefunden. Ich weiß auch nicht, ob es so klug ist, dir das zu geben, aber... Oh nein. Jetzt. Why? Tis an Arisen's. This is incredible. Incredible. I've never seen such a luster. But why do you possess such a thing? Where did you obtain it? No. Never mind. In den Tiefen der Welt habe ich es obtained. All that matters is this. With this alone, I shall be able to craft a superior god's way, the finest of all created to date. I must make haste that I might deliver it to Lord Phasis, even a moment sooner. Kannst du das bitte sein lassen? No. I have not the worm's life crystals to restore it. Confirm it all! Erzähl mir von den Kristallen. Ja, wissen wir, kennen wir schon. Don't be ridiculous. Do you even understand what you are offering? Worm's life crystals can only be obtained from drakes. Das ist mir bewusst, ja. But I suppose I am in no position to decline, even if 'tis a fool's errand. Lord Phasis is satisfied with the god's way as 'tis, you see. And as I can expect no support from him, you can expect little aid from me. Though I suppose 'twouldn't do to send you away entirely empty-handed. Feel free to take what you require from the laboratory. Now, as I've said, Worm's Life crystals can only be obtained from drakes and their ilk. Mm-hmm. Seek one out and fell it, if 'tis within your power. All the better if it happens to be a lesser dragon. Gut, dass ich meine Unterhose jetzt schon verbessert habe, sondern das hätte ich mir auch aufsparen können, aber gut. Was denn? Ja, der will ja jetzt auch diese Lindwurm-Dinger haben. Achso, ja. Ich muss dafür die Einnahmen gewinnen. Vielleicht noch eine Kiste. Ja, kann sein, dass wir noch mal irgendwo einen gefunden haben, aber. Du brauchst halt 15. Ja, da gehe ich ein paar. Dinger mal killen, aber erstmal klaue ich alles aus diesem Büro. Oder aus diesem Labor. Was haben wir hier noch? Öliger Schleim. Ja, gut. Kannst du auch behalten. Eigentlich gehofft, dass die hier vielleicht nochmal so ein, zwei Splitter oder sowas haben, aber. Nee. Nutzt doch dieses Dingens. Zum Inventar. Das Teil. Ja. Dann zeigt es dir die an. Auch die Kristalle von Dingens oder was? Welche Kristalle von Dingens? Von Drachen? Die Splitter, ja, den einen Splitter, den er da hatte, den habe ich ja schon gefunden. Das ist. Ich habe nur gehofft, dass hier vielleicht noch einer ist, aber. Jetzt beim Umgucken jetzt nicht unbedingt. Gut, gehen wir doch hinkillen. Ist nur die Frage, warte mal, ist das jetzt auch markiert, die Mission, oder gehe ich jetzt wieder irgendwo hin, wo es Quatsch ist? Da, wo sind die Lindwurmkristalle? Schaffe 15 Kristalle, ja. Ui. Danke. Kann man eben gucken, aber ich glaube, ich habe keine mehr. Zumindest da nicht. Vielleicht nochmal in der Kiste oder so, aber... Muss man diesen ganzen Rundweg hier nochmal machen? Guten Tag. Ach, hier geht's dann hin. Wo letztens noch gesagt wurde, hier darf keiner rein, der nicht irgendwie Laborausrüstung oder sowas anhat. Alles klar, dann komme ich jetzt hier raus. Ist jetzt nur die Frage, ist jetzt mittlerweile mal wieder geklärt? Nee. Es wurde immer noch kein Brief geschrieben, habe ich so das Gefühl. Naja. Soll mein Schaden nicht sein. Ich gehe jetzt gucken, ob ich was noch in der Kiste habe, ansonsten gehen wir jetzt Drachen killen.
Hast du irgendeinen Tipp, wie man Drachen findet, bewusst, oder tauchen die einfach auf? Die sind markiert auf der Karte. Ach, die sind markiert auf der Karte. Tatsache. Hm? Aber jetzt auch erst seit der Quest, oder? Oder ja, ich hab genau. Jetzt, ja. Master, pray let me know beforehand, if we are to meet somewhere different. Our party is reunited. Surely we can ask for no. Ja. Gucken wir uns das jetzt noch mal angepennt haben wir ja, ne? Wir sind alle da frisch. They can be most convenient, though they only travel during the day. Ja, mal kurz noch mal nach Hause in meine Kiste gucken, ob ich vielleicht ein, zwei Kristalle noch hab. Sollte dem nicht so sein. Können wir jetzt erstmal noch mal ein paar ballern. Wo ist die Kiste? Hier. Nehmen. Hier sind die, glaube ich, nicht dabei. Doch. Du hast genug? Ich habe 24. Ja, siehst du mal. Na dann. Keine Ahnung, wo ich die alle her habe, aber... Ich hab die, glaube ich, auch einfach immer nur eingelagert. So, ja, ja, hier Zeug für Dingens kannst du ja mal einlagern. Gut, wir gehen keine Drachen jagen. Aber woher? Also klar, durch diesen einen komischen Pestdrachen da, den wir dann jetzt einmal gelegt haben. Ich glaube, der droppt halt auch schon einiges. Dann habe ich die wahrscheinlich direkt danach eingelagert, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Schmied kennengelernt habe, konnte ich die ja noch nicht verwenden. Also von daher... Ja gut, 15. Müsste ich eigentlich dann aber auch nochmal ein, zwei Drachen killen. Ja, einfach nur, um meinen Bogen nochmal vielleicht zu verbessern, dann auf diese Drachengeschmiedete. 18. Also 18 von den Kristallen damit. Ansonsten braucht er halt nichts anderes, der braucht immer nur diese Kristalle. Ich glaube, die Hose war jetzt 5 und der Bogen 18 dann. Ich weiß nicht, ob das generell dann so ein Waffending ist oder was, aber... So that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Dann bringen wir jetzt erstmal nochmal die. Ja, schon mal gute Vorarbeit geleistet hier. Hat sich das Farm dann zumindest dann doch nochmal gelohnt die letzten Tage. You've returned. Have you obtained any worm's life crystal? Ja, so ein, zwei habe ich. You have. Incredible! That is no small feat. I must admit, I had not thought you might. Ist auch wie Flabbergäste, der einfach durchgehend ist, der Typ. Yet here you are, and this is precisely what I require to complete my work. Okay. I shan't delay. Come by again tomorrow. By then, I will have produced a god's way of unparalleled quality. Will ich eigentlich gar nicht haben, ehrlicherweise, weil dann kommen die Vasallen ja auch nicht mehr mit. Das ist doch Quark. Mit dem Gottgeflüster von wegen, ich bin outstanding quality und was weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich sowas haben will. Sieh nach, ob das Gottgeflüster bereit ist. Ja, morgen halt, ne? Naja, wenn hier... Warte mal, ist da drin eine? Ja, sonst kann ich auch nach Hause gehen und eben pennen, dann bin ich halt auch wieder... Ja, von daher... Dann ist es eh wurscht, ob ich jetzt einmal penne oder fünfmal warte. Wäre schon kein Bock mehr. Also Hauptquest ist halt sehr viel hin und her, ne? Also jetzt klar, wenn ich jetzt die Kristalle nicht gehabt hätte, hätte ich halt sehr viel nochmal mit Drachen slayen und sowas gehabt, ja. Aber so an sich ist es in der Hauptquest sehr, sehr viele Laufwege. Einfach nur so, rede mit dem, dann geh da nochmal hin, dann besorg das, geh nochmal zurück, mach das nochmal. Also da sind die Nebenquests dann doch nochmal und halt auch die Encounter on the road, ne? Also da merkst du dann schon, wo der Haupt-Gameplay-Part ist, sag ich mal. Also nur, wenn du nur Hauptquests machst, bist du eigentlich nur am Labern.
Sein Pomp. Warte mal, nach Westen muss ich, ne? Ja. Was er mit der Färberei auf sich hat, habe ich immer noch nicht raus. Ja. Ja, gut, die Pigmente brauchten wir ja für Frisuren und Tattoos und so. Das Rätsel ist ja bereits gelöst. Okay. Und wenn ich da reingehe, wollen die mich direkt vermopsen. Also, nee. Warte mal, Kiste brauche ich gerade nicht. Ich will schlafen. No issue falling asleep, even at this time of day. Bärbel schläft gern. A few monsters to start the day off. Come. Und Bärbel jagt gerne Monster. I hope you slept well. There's a tavern that stocks newt liquor, but they only cater to beasts. Ein Satellitenturm. Jetzt wird's auf einmal Sci-Fi hier. Gehen wir einmal nochmal wieder zurück. Weil jetzt haben wir ja bis zum Morgen gewartet. Das ist auch immer so eine Sache, einfach nur so Quality of Life mäßig, hätte ich gesagt, bei RPGs ist es mittlerweile wirklich an einem Punkt, wo man sagen könnte, entweder ich mache jetzt noch, so ich sag jetzt, ne, ja, okay, wir warten, oder dass es dann halt einfach in diesem Dialog die Möglichkeit gibt, so bis zum Morgen warten. Ja. So, klar kannst du halt sagen, ja okay, einfach nur für die Immersion will ich jetzt nochmal zurücklaufen, will nochmal schlafen, will dann wieder zurück. Na, wenn du da jetzt gerade absolut keinen Bock drauf hast, dann kannst du dir doch diese ganze Lauferei bis zu deinem Bett und nochmal nächsten Morgen wieder gucken, kannst du ja eigentlich auch sparen. Jetzt kriege ich, glaube ich. Oh, it is finished. The result is even more sublime than I'd hoped. I must deliver it to Lord Facer. Was sieht eigentlich aus wie Lord Saddler? Though mayhap. Now I cannot leave this in your hands. I may not be fleet of foot, but only I can do this. Changed my mind. Richtiger Jedi. You take it. Deliver the blade to Lord Faces. You won't reach him in time. Go now. Make haste for Moonglint. Ich glaube, zuallererst, ganz am Anfang, triffst du den schon. Das ist wieder so ein Watcher-Ding. Kann es sein, dass das der Beobachter ist? Weil also du triffst den ja ganz am Anfang schon irgendwie. Okay. Und seitdem immer so an den wichtigsten Storypunkten taucht er immer mal wieder auf und lenkt so die Bahnen. Ja. Ich bin im Satellitenturm. Da ist so ein Scheißloch, ne? Ja. Und drüber in der Etage ist genau an der gleichen Stelle auch ein Kackloch. Stell dir mal vor, du sitzt hier. Das ist eine endlose Aneinanderreihung von Scheiße. Ich glaube halt, da ist dann bestimmt einfach, dass es zur Seite geht. Und ja, ja. Du sitzt hier und dir kackt einer in den Nacken. Ich nehme immer nur das oberste Klo, also die Treppen, die nehme ich gerne in Kauf. Der Satellitenkacketurm, ey, herzlichen Glückwunsch. Warte mal, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ich habe ein paar Sachen bekommen, ich habe jetzt auch wieder Geld bekommen, in Massen. Das Zeug haben wir dann jetzt noch. Bring ich
meine, die Sache ist, ich kann den jetzt wahrscheinlich dann jetzt auch wieder nicht zurückgeben, ne? Und das Ding bringt wieder so ein bisschen was, ja. Haben wir den Ring gefunden. Nein, Aufträge. Der Wächter Gigantus übergebe Versus die gestärkte Götter. Ah. Ja. Ah. Ja, ja. Ich bin gerade überlegen, ob ich ein richtiger Fauli bin und anstatt zweimal halt zu reisen und zu hoffen, dass ich nicht nachts überfallen werde, ob ich einfach steife oder so. Ja, das habe ich mir nämlich auch gerade. Ich habe ein paar ja schon gefunden. Ich habe nicht mehr, also ich glaube, ein oder zwei noch. Weil dann würde ich jetzt nämlich tatsächlich einmal nur nochmal. Jawohl. Bin ich auf leicht oder bin ich auf mittel? Weil ansonsten gehe ich jetzt einfach direkt zu dem Typen hin und gebe ihm die Klinge. Ah. Wegen Auslastung. Ob ich jetzt nochmal einen Zwischenstopp in der Stadt mache oder ob ich jetzt einfach direkt zu ihm hinlaufe und sage, hier, Schwert, mach Dinge. Oder machen wir ja vielleicht sogar parallel. Oha. Ich habe mich jetzt zurückgeportet und bin jetzt auch so, ja komm, ich bin genug gelevelt, ich versuche das jetzt nochmal. Dann gehen wir mal zu dem Typen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, die Klinge Lord Phasis zu geben, bin ich ehrlich, aber gut. Der hat mich auch schon ein paar Mal gefragt, warum ich das tun soll. Aber die Sache ist, ich vertraue halt diesem Typen, diesem Jedi, und der hat ihm ja jetzt so gesehen den Gedanken eingepflanzt und hat da so gesehen, das jetzt in den Favor von irgendwas gelenkt. Ja, die Sache ist irgendwie, der war ja erst so, ja, ich konnte dir auch direkt Lord Phasis geben, und ich war so, nein, will ich nicht. Ja. Und dann kam der Typ und war so, ja, nee, okay, und dann... Ja, Lord Phasis sollte die Klinge kriegen. Ja. Meanwhile. Story und so. Nein, nicht überspringen. Wenn schon Zwischensequenz, dann würde ich die auch gerne mitnehmen. Na, die machen jetzt das Türchen auf. Der sieht doch schon aus wie so ein Wichser. Mit seiner persischen, goldbesetzten Armee da. Als ob ich dem da jetzt irgendein mächtiges Artefakt geben soll oder so. Ich sehe noch nicht den Zusammenhang, aber vielleicht wird mir das irgendwann noch mal erklärt. Du warst doch schon mal da dran vorbei. Ja, aber ich bin ja nachher gestorben. Ah. Und mein letzter Punkt, an dem ich gepennt habe, war halt außerhalb davon. Achso. Ach, ist das jetzt so ein bis hierhin und nicht weiter Punkt oder was? Das kommt später erst. Okay. Wenn dann nicht komplett zurückgesetzt werden. Ja, okay. Sowieso so ein bisschen verkackt. Es gibt ja auch ein Achievement, wenn du irgendwo eine stoppst. Ja. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Dann hauen wir jetzt mal ein bisschen was. So komme ich da durch. Ich habe Multipass. Gleichzeitig. Ui. Ja, vor allem immer, wenn ich das sehe, muss ich an Monkey Island denken. So immer so dieses Inzwischen. Ach, schön. Ein bisschen God of War Vibes gerade. Ja gut, ich sehe da halt eher einen Bossgegner drin. Da. Wie auch immer geartet tatsächlich. Da ist er. Whatever it's intended. I suppose we can afford to leave it be. It ought to be stopped, but it doesn't seem. Ich mach mal ein bisschen hin, ne? Okay. Ein großes Viech, was so ein bisschen wirkt, als wäre es aus God of War 2 entstammt, irgendwo. Hätte bald. Aber jetzt bin ich ja sowieso so ein bisschen in Eile, weil ich den auf jeden Fall umklatschen will. Na, ja, das gute alte Günther Keuchen, jetzt hat er wieder seinen Raucherhusten ausgepackt hier. Weil man sagt nie was, aber wenn er dann anfängt zu keuchen, das ist direkt so ein. Mondsichelbrücke. Da hinten läuft er. Ne Möwe. Geh dahin, Möwe, und vermopsen ihn bitte.